Ach ja, der ist ja schon aktiviert. Okay. Alles klar, bis später. Du verträgst nur 3? Okay. Das ist wenig. Ich glaube, ihr taucht noch gleich noch. Ach ja, stimmt, das ist, um das wieder zurückzuschicken. Ja, jetzt muss ich kurz gucken. War hier noch irgendwas? Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, das kommt noch, glaube ich. Scheiße. Ja, ich auch, aber ich sag mal... Na egal, will ich jetzt nichts sagen. Nein. Müssen wir ja jetzt auch hier nicht ausdiskutieren. Nein, hey. Hey! Nein! So, jetzt aber. Oh. Und tschüss. Nicht meine Rubinchen. Was soll das? Warum wechselt der diese Ansicht? Ich hab doch nicht mal irgendwas gedrückt. Jetzt werde ich mal, denke ich mal, außer was will das Spiel von mir? Achso, die kann man, glaube ich, gar nicht kaputt machen, ne? Wenn wir zu weit weg sind. Ja. Das ist auch das Einzige, was ich mag. Kohlenwald. Ja, und irgendwas mit Pizza bestimmt, ne? Was sind denn direkt hier zwei nebeneinander? Ich sehe die Schwierigkeit gerade gar nicht so. Pizza, sag ich doch. Dafür kenne ich dich nur zu gut. Hier, soll ich mal zaubern? Dafür ist das da. Wie der Schleim kommen wollte. Cola-Pizza oder Weizenpizza? Ah! Ich habe nicht gesehen, dass hier auch noch ein Weg ist. Ah, hier ist nochmal dasselbe Spiel. Kann auch sein, dass ich den Wagen aktivieren muss und... Ah, nee. Okay, wollte gerade sagen. Und es kann sein, dass ich dann... Und dass ich dann da hochsteigen muss oder sowas. Ist aber leider nicht. Warum ist da vorne so eine Einbuchtung? Ist irgendwas drin? Hä? Ach so! Hab ich gar nicht gesehen. Gleich hier nochmal lang oder so? Was ist das? Achso, da muss ich bestimmt pusten. Thank you.
So, dann haben wir den Raum. Dann ist hier noch so eine kleine Sache. Ich weiß sogar nicht mehr, was da drin war, ehrlich nicht. Da müssten wir theoretisch da oben wieder rauskommen irgendwo und dann mal gucken. Kam überhaupt Freitag die neue Rick and Morty-Folge? Dann werde ich die heute gucken, da habe ich voll Bock drauf gerade. Ich weiß gar nicht, wann die immer kommen. Och nee. Och nee, und ich dachte, es kommt nicht noch so ein Kackraum. Och nee. Ah, war knapp. Oh, jetzt könnte ich eine Pizza essen. Och Mann! Ey, ganz ruhig, Kugelfisch, ganz ruhig. Ich jammer hier so viel wie ich will, ja? Da kann mir niemand was gegen sagen. Runter. Ich glaube, das bringt mir nicht viel, ne? Da macht ja eine. Ja, aber jetzt doch nicht. Ja, wenn ihr vorbeikommt, dann kann ich auch euch mal eine machen. Ist kein Problem. Pizza ist genug da. Ich mache mir irgendwas Chilliges zu essen. Irgendwas richtig Chilliges. Entweder wirklich halt die Fritteuse an und entweder mache ich mir dann Fisch rein oder Pommes. Also, ich meine, Fisch mache ich. Ach, ich mache mir Pommes, so, das wollte ich sagen. Und entweder mache ich mir einen Fisch oder ich mache mir irgendwie Nuggets oder sowas. Irgendwas in der Richtung wird es schon geben. Und Chili Lime. Naja. Blaues Chili. Pommes Pizza. Habe ich doch nie gegessen, aber ich müsste dann auch selber Teig machen, weil ich habe nur so Fertigpizzen. Ah, da ist der Master Key drin. Okay. Okay. Ja, die Sache ist jetzt, wo muss ich lang? Sind hier so viele Möglichkeiten? Ah, okay, ich glaube, das ist nur für die eine Truhe, ne? Da unten. Das war knapp. Nein, das ist zu. Mein Vater, ob er mich in den Ruhrpott wegen Pizza fährt. Ja, mach doch. Mach doch. Alter, wäre ich ja mal neugierig, ob der sagen würde, jo, mach ich. Ich glaube, der zeigt dir wohl eher den Vogel. Okay, das war jetzt hier gerade absolut dumm, dass ich hier lange laufen bin, aber okay. Na gut, ich wollte gerade sagen, kriegt er überhaupt Abzug, wenn er hier hochklettert? Nee, kriegt er nicht. Ah.
Nein. Na komm. Und sagt er ja, wenn er nichts vorhat. 2, 3. Was soll man das jetzt sagen? Zwei, drei, eins. Okay. Zwei, drei, eins. Oh. Okay, das funktionierte gerade nicht so, wie ich wollte. Ich glaube, der Jazzy, der ist am Schnarchen. Ich bin neugierig, was da oben drin ist. Ja, ich habe jetzt auch meinen Vater gefragt, also ich weiß nicht, dass es klang, aber wie ja. Ob wenn ich halt eine Wohnungsbesichtigung habe, ob er halt mit mir fahren kann, weil zum einen dann, ne, muss ich halt nicht laufen. Auch wenn das jetzt nicht so weit weg ist, also ich sag mal, man kann da ohne Problem jetzt hinlaufen. Aber und zum anderen halt, ich würde schon gerne mit meinem Vater eine Wohnung aussuchen, weil mein Vater da halt viel, viel entspannter ist und der halt eher sich so Sachen jetzt anguckt, wie funktioniert alles, wie sieht das aus und weiß ich nicht wie. Ich glaube, da ist mein Vater irgendwie praktisch, meine Mutter ist eher so dekomäßig und so und dann denke ich mir, ja nee, ich will ja praktisch wohnen. Ne? Drumherum kommt er später. Ich freue mich so oft dekorieren, ne? Ich liebe dekorieren, aber nur mit meinem Kram halt, ne? Okay, also wir schaffen locker hier alles. Muss ich die in der Reihenfolge kaputt machen? Oder was ist der Sinn jetzt dahinter? Okay, wir gucken uns jetzt erstmal an, was hier hinter ist. Oh. Ah, okay, verstehe. Das verstehe ich. Schön, dass ich hier aber zweimal alles machen muss und dass nicht direkt die Steine hier offengelegt wurden. So, dann machen wir den ganz rechten. Ich sehe nicht viel, so. Boah, ich bin so gespannt, ob ich die Wohnung bekomme. Das wäre so göttlich. Das wäre echt geil. Also wenn die auch von innen so aussieht, wie ich hoffe. Und die Sache ist, dort sind überall solche Wohnungen. Also die alle solche Ansprüche haben, die ich benötige. Und es ist genau das, was ich wollte. Also ich hätte mir noch ein Zimmer mehr gewünscht. Aber ich sag mal, erstens ist mir das nicht so erlaubt. Ich sag mal, jetzt wegen geldlich gesehen und so weiter, ne? Und zum anderen, komm, warum? Jetzt hoffe ich nur, also für mich ist doch das Wichtigste, und ein Balkon, Leute, ist ein Balkon. Also für mich ist das Wichtigste halt noch, dass das Bad gut aussieht, weil man muss sich ja auch dort wohlfühlen, wo man, ne? Ihr wisst schon, putzen muss. Ah. Was denn mit der Tür jetzt da unten eigentlich? Okay, du hast dich schon angeboten. Warum explodieren die nicht? Das wäre viel lustiger. Viel, viel lustiger. Ey, ich will die Sachen erst kaputt machen. Da ich keinen Laden bei mir nehmen habe, muss ich leider mit meinem Vater. Leider.
Ja, ich hätte hier schon Läden in der Nähe, aber bei mir ist das, ich sag, meins ist natürlich angenehmer, ne? Aber ey, wenn ich umziehe, da ist wirklich um die Ecke alles. Alles. Also da, wo ich hin möchte. Ja, auch. So, dann brauche ich jetzt nur noch die letzte Schatztruhe. Die da. Und dann sind wir durch. Ja, und dann müssen wir natürlich noch zum Boss. Den Boss besiegen. Das ganze After-Gedöns machen. So. So, lass mich kurz trinken, Spiel. Schön, schön, schön. Hier ist die Leiter. Ausgezeichnet. Ich habe gesehen, hier sind Fledermäuse. Ach, falsch. Geht ein bisschen angenehmer. Ach. Ich muss sagen, ich finde die Fledermäuse ja eigentlich recht cool gemacht. Also sie sind echt angenehm. Was ja mega lustig ist, ich glaube, das ist die Drohne. Es gibt, weil ich gerade überlegt habe, ich müsste, würde eigentlich gerne mal gucken, ob die, wie die hier heißen. Komm, das machen wir mal. Okay, heißt Flederbeißer. Mehr wollte ich nicht wissen. Ja, es wird ja angezeigt, wie viele man davon besiegt hat. Warum gibt es hier eine Abkürzung? Ach, okay, wenn man ganz von vorne nochmal anfängt. Moment, jetzt bin ich kurz raus. Ach so, genau. Wenn man Bienen hier in dem Spiel hat, ne? Die kannst du nicht anvisieren. Wenn du die anvisieren könntest, dann würde dort, und du Fei befragst, was ist denn mit den Bienen, dann sagt Fei, ja, die sind so schnell, deswegen kannst du die nicht anvisieren. Und so schnell und so klar, irgendwie sowas war das. War mega lustig. Das ist cool. Hallo? Zum einen, weil da hinten die Rohre kaputt sind und zum anderen, wenn ich zu langsam bin, das Ding funktioniert nur in dieser Zeit. Ist ja auch eine Abkürzung? Ja, ne? Nee, ist kein... Boah, bist du dick. Hey! Ich weiß gar nicht, ob die noch dicker gehen. Ich fand das voll komisch damals, als ich die gesehen habe. Und dann, man kennt die auch aus Twilight Princess, sind ja nur so Würmer. Und ich fand das voll komisch, dass die solche... Hallo, jetzt! So, jetzt aber. Ja, endlich mal wieder ein. Besiegt die nur wegen dem Kack-Schleim-Gelee, ne? Nur, dass es wisst. Herzen, 2. Super. Genau das, was ich wollte. Ja? Okay, das rennt voll komisch. So, dann wollen wir mal Bossgegnerzeit. Der Bossgegner hier ist cool. Auch wenn ich den irgendwie... Ich glaube, der wird später als Zwischenboss nochmal wiederkehren. Und da haben wir es schon. Ich sag's gerne nochmal, ich verstehe nicht, Leute, die es nicht können. Und auf der Wii geht's sogar noch einfacher. Die Droprate von Schleim ist nicht gerade sehr hoch. Nee, also ich habe die irgendwie ein bisschen besser in Erinnerung.
So, wollen wir doch mal sehen. Naja, ich muss sagen, der Dungeon, den hatte ich wirklich schlimmer in Erinnerung. Der war ganz okay. Ja. War ganz okay. Oh oh. Ist auch cool, wenn du in den Bossraum reingehst und dann beginnt eine Cutscene. Im Gegensatz dazu, sonst gehst du ja mal rein, musst irgendwie was triggern und dann beginnt erst die Cutscene. Ach, das ist glaube ich sogar der Demo-Boss, ne? Jetzt kommt Ganon. Dunkler Äonenskorpion Moldokhead. Okay, da habe ich den irgendwie ausgetrickst, wie auch immer. Ach ja, stimmt, man muss ja rechts. Nein! Ja, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Boah, der Stachel, ne? Oh, scheiße. Ey, ey! Okay, das habe ich nicht im Kopf gehabt. Scheiße. Das war's? Ich habe mich ja noch nicht mal angestrengt. Okay. Also, der war mega schwer. Oh ja. Ja, aber, hä, was sollte das denn jetzt? Ja, also da muss ich sagen, ich fand den Dungeon jetzt, also ich fand ihn jetzt nicht schlimm, aber ich fand ihn jetzt auch nicht gut. Und den Gegner jetzt fand ich jetzt auch total lame. Also wirklich, wirklich lame. Nee, ich weiß nicht, der Dungeon fühlte sich nicht so organisch an. Also der erste, der war ja echt cool, das war ja wirklich so ein Tempel, so zur Vorbereitung hier für diese Quelle, ne? Und beim zweiten, das war ja auch so eine, ja weiß ich gar nicht, das fühlt sich auch wieder so ein Ding für die Quelle halt an. Das ist eigentlich ein schöner Raum so, weil das hier ist so ein, ja guck mal, hier fand ich verschiedene Züge entlang. Das ist schön, aber so der Rest, weiß ich nicht, ja es hat sich in der Fabrik angefühlt, aber nur so die Hälfte, der Rest so, hätte man irgendwie designtechnisch mal ein bisschen, So. Jetzt kommt einer meiner liebsten Stellen hier im Spiel. Und zwar... Ja. Boah, das schallt so schön. Ach, das ist gar nicht so groß, der Raum. Ich habe den größeren in Erinnerung gehabt. Ja, wir sind ja ein bisschen weit weg von der Stelle, wo wir eigentlich hin wollten. Beim Zeittempel. Deswegen, da fahren wir jetzt hin. Auch schön, hier ist alles grau und Trost und jetzt wird alles bunt. So ein bisschen wie in Ägypten, ne? Da sollen ja auch alles bunt gewesen sein. So. Also diese ganzen, also auch hier so die... Als echt.
echt schön. Auch hier so die Sphinx und so. Ich meine, die sollte auch bunt gewesen sein, ne? Also die haben alles angemalt. Schön farbenfroh, nicht so trostlos und grau. Nee. Farben, Leute. Wollen wir doch mal sehen. In Griechen soll auch alles bunt gewesen sein, anstatt weiß. Das weiß ich nicht. Also ja, Gebäude meine ich schon, aber sonst so. Oder? Echt cool, das Zeitportal, ne? Das ist übrigens meine Lieblings-Cutscene aus dem Spiel, beziehungsweise die Cutscene, die ich noch gut im Kopf hatte. Stadt und so. Krass. Das wusste ich alles nicht. Oh nein, der hat dessen Namen ich vergessen habe, weil der meinen Namen auch immer vergisst. Impa! Stella, schnell ins Portal! Was? Nimm dies, du wirst es benötigen! Die Musik ist cool. Das ist Zelda-Theme, ne? Dass die Lyra der Göttin erhalten, aber im Moment hast du andere Probleme. Beeilt euch! Ja, die ist jetzt tot. Was? Beeil dich, Zelda. Alles in Ordnung? Beeil dich! Ich bringe sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. Guck mal, das hätte auch passiert. Genau das hätte ich dir auch gesagt, wenn ich nur Zelda gesagt hätte. In Assassin's Creed Odyssey sind ja auch bunt und die haben kurz Reportage dazu gesehen. Oh, cool! Bas, du musst die Hüterin des Siegeleins besuchen, sie wird den Weg weisen. Aber in Assassin's Creed bemühen die sich halt echt stark, das so zu machen, wie es eigentlich sein soll. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Und es ist kaputt. Ich liebe das Wort kaputt. Ach, Bas. Ich war bisher wohl gnädig mit dir. Woher weißt du meinen Namen? Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Eigentlich. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen, aber merke dir. Hey, ich habe alle Dinger besiegt. Nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Also ich hätte den Link jetzt schon links umgebracht, besonders weil Link ja noch nicht so stark ist. Aber guck mal, das ist sogar eine in Echtzeit gerenderte Cutscene. Weil der... So merkt man... Also ich denke immer, das merkt man so, weil dann haben die auch die Kleidung und so an, die man denen zugewiesen hat und bla. Kimita, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Nein, die ist ja auch in der Zeit verschwunden. Das ist ja auch ein Zeitportal. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aura-Suche nicht mehr aufspüren. Nein! Zeldas Begleiterin sagte, du sollst die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Ja, schlägt sie vor. So, ich will noch mal kurz gucken. Ich finde auch cool, dass hier keine Quelle ist. Es gibt ja drei Quellen insgesamt. Aber hier ist halt keine. Und ja. Ach, da hinten ist nochmal der Corona. Ich bin da links hergekommen. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, ja, noch da hier vorne könnte noch was sein. Ah. Vorher schon so Kackvogel? Du warst drin? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang, das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben, war nach Hause aufgebrochen, aber dann hörte ich dieses Lärm, bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegelhain. Ich habe es zu tun. Und ja, ja. Ich finde das cool. Ich weiß, es ist ja, ja, weiß ich nicht. Ich finde das total cool, hier so diese Stellen. Naja. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir wieder in den Wolkenhort. Und dann reicht das mit Breath of the Wild. So, ins Wolkenmeer. Ja. Ja, dann haben wir auch gleich 20 Uhr.
Ja, ich wollte ja eigentlich noch was anderes spielen, aber nee. Bin ich halt lieber nächste Woche. Guck mal. Also wir spielen nächste Woche auf jeden Fall noch ein bisschen Lego City Undercover. Das hier spielen wir auf jeden Fall weiter. Ich würde sehr, sehr gerne damit schnell fertig werden. Weil ich möchte auch Metroid noch spielen. Metroid, ich habe den Namen vergessen. Metroid. Ach, reden wir gleich drüber. Wir beenden jetzt erstmal hier Scarlet Sword auf jeden Fall. Wo ist hier die Wolken? Da ist die Statue. So, deswegen, ja, und jetzt quatschen wir noch ein bisschen. Aber das war's erstmal heute mit The Legend of Zelda Scarlet Sword HD.